Was zeichnet eine perfekte Produktion aus? Ich habe das Thema für Sie in drei Punkten zusammengefasst. Zunächst brauchen wir schlanke, effiziente Wertströme. Das heißt, wir müssen die Prozesse so aufsetzen, dass wir kurze Durchlaufzeiten erzielen und in den Prozessen wenig Bestände gebunden sind. Das erreichen wir durch die konsequente Anwendung von Lean-Methoden, aber natürlich auch durch die kontinuierliche Prozessverbesserung. Der zweite Punkt ist, dass wir schlanke Prozesse in den Unterstützungsfunktionen benötigen. Das heißt, beginnend direkt in der Produktion beim Werker, aber auch in den unterstützungsnahen Bereichen müssen wir die Prozesse über Lean-Methoden optimieren und verbessern und dann aber auch zielgerichtet digitalisieren. Und der dritte Punkt ist, dass wir nun alle Prozesse ganz eng miteinander vernetzen müssen. Letztendlich muss nicht nur das Material, sondern müssen auch die Informationen fließen. Wenn auch Sie eine perfekte Produktion umsetzen möchten, dann freue ich mich, wenn Sie uns